Coldplay-Sänger Chris Martin hat die Gäste eines kleinen Pubs im englischen Hinton Charterhouse mit einem privaten Konzert überrascht. Der Sänger genoss gerade sein Bier, als er sich zu dem Klavier hinter sich drehte und A Sky Full of Stars anstimmte. Am Sonntag hat ein Familienpub in dem kleinen Dorf Hinton Charterhouse in England ein Video in den sozialen Medien geteilt, das Coldplay-Frontmann Chris Martin, 45, zeigt. Der Sänger performt darin eine Interpretation von A Sky Full of Stars auf dem Klavier. Martin singt A Sky Full of Stars für Pubgäste. Die Inhaber des familiengeführten Pubs The Stark Inn kommentierten das Video mit den Worten: Man weiß nie, wer auf ein Pint vorbeischauen könnte. Und weiter, was für ein liebenswerter Mann er ist. Das Video zeigt den 45-Jährigen neben einem Klavier an einem Tisch in der Kneipe sitzend, vor ihm ein Glas Bier. Zunächst fragte er weitere anwesende Gäste nach ihren Namen und stimmt dann in den romantischen Coldplay-Song ein. Coldplay veröffentlicht 2025 zum letzten Mal Musik. Die britische Band hat kürzlich die Nordamerika-Etappe ihrer Music of Spheres Welttournee abgeschlossen und wird die europäischen Konzerte ab dem 2. Juli wieder aufnehmen. Im Dezember 2021 gab Martin in einem Interview bekannt, dass die Band Coldplay 2022 zum letzten Mal neue Musik veröffentlichen werde und danach nur noch auf Tour gehe. Kooperationen mit anderen Künstlern würden sie aber auch nach Ende ihrer Plattenkarriere weiter eingehen. Am 3. Juni legte der Sänger eine kurze Tourpause ein und besuchte gemeinsam mit seiner Ex-Frau Gwyneth Paltrow, 49, den Highschool-Abschluss seiner 18-jährigen Tochter Apple Martin. Paltrow teilte ein Selfie der Veranstaltung in ihrer Instagram-Story.